So, hier gibt es mal einen kurzen Vergleichstest. Das ist die Avermedia PW513 in ihren Automatik-Settings. Also ich habe da jetzt nichts dran geändert. Sie steht auf HD und 30 Frames per Second. Und so sieht das Bild von der Avermedia aus. Out of the box. Es ist kein extra Licht hier drin an. Beide Rollos sind runter. Und wenn ich jetzt hier mal langsam anfange, Licht zuzuschalten, dann wird das Bild besser. Alexa, Studio an. Dann verschwindet auch das Rauschen. Dann wird das Bild auch klarer und deutlich besser. Eingebautes Mikrofon von der PW513 ist gerade eingeschaltet und die Aufnahme läuft darüber. Und das gleiche machen wir jetzt auch noch mal mit der kleinen Insta360 Link und gucken, wie es da ist. Ich werde jetzt auch noch mal das ganze Licht ausschalten und dann gibt es den Vergleich. So, und das ist die Insta360 Link mit dem eingebauten Mikrofon, auch in den Automatik-Settings. Also ich habe da auch nichts dran geändert. Ihr seht, der Bildausschnitt ist deutlich, deutlich schmaler als der von der Avermedia. Mir persönlich gefällt das besser, weil ich brauche nicht so viel Hintergrund hinter mir mit drauf zu haben. Und von daher finde ich persönlich das schöner. Wir machen jetzt mal nacheinander die Lichter an und gucken, wie sich das ändert. Brauche einen kleinen Moment, um sich anzupassen. Alexa, Studio an. Und so sieht das Ganze dann jetzt mit der Link aus. Ja, da muss halt jeder selber entscheiden. Ich bin jetzt gleich auch mal gespannt, wie das im direkten Vergleich aussieht. Was mir halt bei der Link gut gefällt, ist halt der sehr schnelle Fokus, den sie hat. Sie hat halt einen Phasen-Detection-Fokus verbaut, den man auch aus den SLR-Kameras kennt. Sie hat also nicht nur einen Fokuspunkt, sondern mehrere Fokuspunkte, auf die sie dann scharf stellt. Und das geht wirklich sehr schnell. Also das gefällt mir mal so richtig gut. Man kommt auch ziemlich nah ran. Ich habe jetzt vielleicht noch so. Sind so vielleicht 5 oder 10 Zentimeter Abstand. Also man kann also gut vergrößern und sie stellt sich auch sehr schnell wieder auf denjenigen dahinter scharf. Den Test mache ich jetzt gleich auch noch mal mit der Avermedia und gucke, ob das da genauso gut funktioniert. So, jetzt auch hier der Fokustest mit der Avermedia PW513. Das sich genauso scharf stellt oder ob es da und so detailreich ist wie die Insta360 Link. Ich kann es gerade nicht sehen, weil ich das Objekt dann genau vor meinem Gesicht habe. Denn ich weiß nicht, wenn ich mich daneben setze, ob es dann auch. Also es sieht jetzt hier nicht so scharf aus. Muss ich ehrlich sagen, nicht so detailreich. So, wir testen das mal und dann gucken wir einfach mal, wie das Ganze aussieht. So, kleines persönliches Fazit jetzt von mir. Mir persönlich gefällt die Link deutlich besser. A, wegen dem kleineren Bildausschnitt, der wird vermutlich nicht jedermanns Sache sein. Und B, einfach auch wegen dem deutlich besseren Bild, was vermutlich dem größeren Sensor geschuldet ist, weil hier haben wir einen 1/2 Zoll Sensor verbaut und in den normalen Webcams ist in der Regel ein Viertel oder ein 1/3 Zoll Sensor verbaut. Und das merkt man deutlich. Der Sensor kann deutlich mehr Licht auffangen und ist bei schlechteren Lichtsituationen viel besser, ja, dafür geeignet. Des Weiteren gefällt mir natürlich auch der Fokus, weil ich glaube, die Ava PW513 hat einen Festfokus und hier in der Link ist dieser Face Detection Fokus verbaut und man sieht alles, was dem Fokuspunkt am nächsten ist, wird sofort scharf gestellt. Das kenne ich von meinen Sony-Kameras und ich finde, die Link macht da auch einen richtig guten Job. Und ganz ehrlich, wenn ich dagegen diese Fokusversuche mit der Ava vergleiche,
bringt mich das zu dem Fazit, dass sie eigentlich keinen flexiblen Fokus hat, sondern dass sie wirklich einen bestimmten Bereich hat, wo sie drauf scharf stellen kann und das war's. Und mir gefällt es halt besser, was die Link da leistet. Vom Ton her muss ich sagen, sind beide okay, tun sich nicht viel. Jetzt kommt der Ton vom HyperX und ich bin gespannt. Ich hoffe ja mal, dass er deutlich besser ist als von den anderen beiden Kameras. Mir gefallen die Farben im Automodus schon alleine von der Link deutlich besser. Sie sind viel, viel natürlicher. Beide Kameras kann man natürlich in ihren eigenen Kameraprogrammen noch so einstellen, wie man es möchte. Von der Schärfe, von der Farbgebung, vom Weißabgleich. Also das können beide. Da hat man in beiden Fällen sehr, sehr viele Möglichkeiten, das auf seine persönlichen Vorlieben einzustellen. Out of the box gefällt mir schon mal die Link besser. Ich finde, die Ava macht die Haut extrem gelb. Und da finde ich die Farben von der Link aus vom Haus aus schon mal deutlich natürlicher und die passen dann auch eher zu mir, ohne dass ich irgendwas einstellen muss. So, ich hoffe, der kleine Vergleich hat euch gefallen. Gebt mir gerne einen Daumen hoch. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie drunter. Ich versuche sie dann zu beantworten und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.